Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen und wir sind wieder in Schottland und ja, wir haben hier gerade eine Grafschaft wieder zurückgeholt von unserem jüngsten Bruder, der allerdings nochmal mit dem Leben davon gekommen ist. Der hat sich jetzt irgendwie auf die Orkneys verkrochen. Naja, wie auch immer, vielleicht kriegen wir ihn da noch. Aber eigentlich schadet er ja auch nicht. Aber wir haben jetzt, wir können hier erstmal nochmal Einheiten auflösen. Achso, das ist offenbar nur... Das ist offenbar nur Gefolge gewesen. Da haben wir so ein großes, haben wir wohl. Na gut, dann schicken wir sie mal in die Hauptstadt. Aber wir haben jetzt eine Domäne zu viel und die müssen wir... Eine müssen wir abgeben, sonst wird einfach der Malus zu groß. Irgendjemand muss uns ja noch unterstützen. Wir können ja nicht ständig hier Bürgerkrieg führen. Insofern werden wir diese... Grafschaft kann auch irgendwie abgeben. Ist sowieso ganz gut, wenn das vielleicht ein Ire regiert. Ich guck mal, ob hier vielleicht in der Baronie Elfen, der uns einigermaßen wohlgesonnen ist. Nein, überhaupt nicht. Baron Sinach von Elfen kann uns nicht leiden. Dann schauen wir mal hier hinein. Reichsuche. Genau, wir brauchen mal Männer. Meinung. Und jetzt suche ich einen Iren. Hier haben wir einen. Oh, der kann uns sogar leiden. Tatsächlich. Ein zufriedener Ire. 34. Perfekt. Gierig, faul, gefräßig, zufrieden, bescheiden. Ein idealer Earl. Der bekommt jetzt von uns dieses Land. Landtitel gewähren. Grafschaft Connach. Das machen wir. Sehr schön. Und dadurch kann er uns natürlich nochmal richtig leiden. Wunderbar. Das haben wir abgegeben. Und damit wäre er eigentlich auch der perfekte Herzog gleich. Wenn wir hier Brethren erobert haben, könnten wir ihn direkt auch noch zum Herzog machen. Wunderbar. Dann haben wir einen loyalen, richtig loyalen Herzog. Wow. So. Gut. Ansonsten habe ich übersehen, hier unten gibt es noch jemanden, der aus Cornwall hier rüber geschippert ist und jetzt Quimper in der Bretagne belagert, aber die kommen noch nicht mal voran mit dem Belagerungsfortschritt. Das sollte uns nicht nervös machen. Wir ziehen das jetzt hier einfach mal weiter durch. Genau. Die bringen wir zusammen. So weit, so gut. Okay, ich denke, das könnte es jetzt erstmal gewesen sein. Wir machen weiter. Und was haben wir hier? Ah, wir können, ja, wir können spionieren oder diesen Mann dort befreien. Tja. Andererseits, es bringt eigentlich nichts, ihn zu befreien. Ich habe das ja schon mal gesagt. Er oder sein Nachfolger kann uns nicht leiden und im Gefängnis schadet er uns nicht. Insofern ist es vielleicht sogar besser. Gut. So, was machen hier die Belagerung? 74%. Die sollten eigentlich hier die Feinde verfolgen, aber hier sind kaum mehr Feinde. Insofern ist das jetzt natürlich ein Kinderspiel. Aha, da sind jetzt noch welche angelandet. 96 Mann. Das macht uns auch nicht wirklich nervös. Ja, eigentlich muss man diese Schlachten nicht wirklich schlagen. Aber irgendwas müssen wir auch zu tun haben. So. 71. Ich hoffe mal, die nächste Belagerung genügt dann schon, um hier zu einem Ergebnis zu kommen. In Rennes sind die Blattern ausgebrochen. Ach, das ist weit weg in der Bretagne. Das stört uns nicht wirklich. So, Freunde, 89%, jetzt macht doch mal ein bisschen hin, 92, ja, es geht. Es geht voran. Der englische König, der hat hier offenbar wirklich richtige Probleme. So, das war's. Und wir haben auch die 100%, zum Glück. Tja, diese Rebellion scheint ziemlich erfolgreich zu laufen. Hier unten in der Normandie ebenfalls. Aber erstmal wollen wir hier Frieden anbieten und die Forderung erzwingen. Jawohl. Oh, und wir haben direkt auch noch die Grafschaft erhalten. Die
Die Frage ist, geben wir das jetzt auch dem Typen? Gut, auf jeden Fall hat sich Schottland wieder mal deutlich vergrößert. Und wir können jetzt, oh, wir können tatsächlich jetzt schon den Titel Königreich Irland erschaffen. Na, ist ja hervorragend. Aber erstmal werden wir dieses Herzogtum Connachta erschaffen. Ich glaube, das steht uns auch gut zu Gesicht. So, hier will ich aber auch gar nicht. Aber wollen wir jetzt hier einen Herzog, der so mächtig ist, dass er zwei Domänen haben? Gibt es vielleicht noch einen Iren bei uns, der uns leiden mag? Ja, den kennen wir schon. Schotte, Schotte, Schotte. Hier ist noch einer. Kämmerer von Tyrconnay. Tja. Warum eigentlich nicht? Also ich will jetzt gar nicht so eine Machtkonzentration. Insofern geben wir ihm diese neue Grafschaft Brafne direkt dazu. Okay, Sinn. So, und jetzt wollen wir den Herzogstitel erschaffen. Ja, das ist doch immer etwas Besonderes. So, Herzogtum Connachta erstellen. Wunderbar. Bringt uns Prestige, kostet aber auch eine ganze Menge Gold. 153 machen wir trotzdem. So, los. So, wir sind jetzt Herzog von Connacht, aber auch das gibt ja Malus, wenn man drei Herzogtümer hat. Deswegen werden wir dieses Herzogtum auch wieder gleich abgeben. Und zwar jetzt die Frage, an wen von den beiden Neuen? Die werden uns wahrscheinlich beide mögen. Er mag uns... Okay. Sehr... Ah. Das ist ja ein Ding. Ach, er ist ehrgeizig. Oh, da habe ich mir den gar nicht so den richtigen ausgesucht. Ich dachte... na gut. Dann ist ganz klar, wer hier unser Herzog wird. Nämlich dieser gute Mann. Landtitel Herzogtum Connacht. Das sollst du bekommen und jetzt liebt er uns natürlich. Wunderbar. Das ist die Frage, seit der letzten Folge stellt sich ja hier die Frage, ob wir ihn möglicherweise auch lieben. Aber naja, er ist verheiratet. Gut. Perfekt. Wir haben einen Herzog, der uns übermäßig gut findet. Sehr schön. So, und jetzt stellt sich die Frage nach dem Königreich Irland. Ja, die stellt sich. Wir könnten es erschaffen. Es würde uns aber 306 Gold kosten. Das können wir uns noch nicht leisten, aber bald. Wow. Das ist, glaube ich, ganz in Davids Sinne, dass wir das durchziehen. Prima. Und dann, eine Sache fällt mir noch ein. Wir könnten hier nochmal bei den Intrigen gucken. Das sind alles unwichtige Personen, die wir hier ermorden können. Aber wir können versuchen, ihm hier diesem Radry die Grafschaft Ossory hier unten zu entziehen. Das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Also die nehmen wir, versuchen wir es direkt mal. Laden wir mal hier Verschwörer ein. Wir könnten auch unsere Spionen da noch hinschicken. Spionen haben wir ja nicht mehr. Es ist ja jetzt hier der Bürgermeister Brian von Dungeon. Dann schicken wir ihn da hin. Da ist er, glaube ich, zu Hause. Okay. Wunderbar. Dann sparen wir mal auf das Königreich Irland. Das ist ja hervorragend. Was für Perspektiven. So. Und die Revolte ist jetzt doch glücklich zu Ende gegangen für den König von England. Der, glaube ich, sogar unser Verbündeter ist. Eine Dame, die ich nicht kenne, ist gestorben. Afrika de der... Aber wer Probleme hat, das ist der französische König. Der hat richtige Probleme. Das wird er vermutlich nicht mehr schaffen. So, hier stehen Truppen. Die können wir doch aber, glaube ich, nach Hause schicken. Jawohl. Ist das wirklich alles Gefolge? Tatsächlich. Gut, wie sieht unsere Bilanz aus? Leicht im Minus. Das kommt, weil das Gefolge, glaube ich, noch aufgebaut wird. Das ist noch nicht vollzählig und das kostet Geld. So, was macht unsere Intrige? Was macht unsere Intrige? Bei 87 ist sie erst.
Aber wir... Ach nee, wir können sie noch nicht starten. Ach, verdammt. Der darf kein Gefangener sein. Das ist natürlich doof. Jetzt ist die Frage, lassen wir ihn frei? Nur, um ihm die Grafschaft hier unten zu entziehen. Ich meinte, er bleibt dann immer noch Graf von Tyrconnay. Und damit in gewisser Weise auch gefährlich. Er hasst uns ja förmlich. Aber ein einzelner Graf ist uns nicht, kann uns nicht wirklich gefährlich werden. Und zumal, wenn er eine Provinz weniger hat. Insofern, ich glaube, wir sollten das machen. Die Frage ist bloß, wem geben wir dann diese Provinz, ne? Das ist auch wieder ein Problemchen. Nee, wisst ihr was? Im Gefängnis kann er mir einfach nicht gefährlich werden. Das ist jetzt unnötig. Wir streben erstmal den Königstitel an und dann sehen wir weiter. Vielleicht kriegen wir ja dann die anderen Provinzen irgendwie auf nicht kriegerischem Weg und naja, dann wird sich da schon irgendwas klären in der Sache. So, jetzt, aha, jetzt ist das Gefolge immer noch nicht ausgebaut, glaube ich, hundertprozentig, aber irgendwie sind wir jetzt auf zumindest deutlich im Plus, sodass Hoffnung besteht, dass wir bald das Geld zusammengekratzt haben, um hier den dritten Königstitel zu erschaffen. Und der Dschihad ist gegen König Alfonso, dem vierten von Kastilien, fehlgeschlagen. Das hatte ich mir schon fast gedacht, dass das nix wird. Erbärmlich. So ist es. So, es gibt jemanden, der einen besseren Hofkaplan abgeben würde, zumindest meint er das, aber kommt überhaupt nicht in Frage. Und, ach Gott, was ist mit der guten Jean? Sie ist unfähig geworden. Sie ist wahrscheinlich dement geworden. Na, das ist ja... Puh, jetzt ist König David ganz allein. Oh Mann. Seine geliebte, inzwischen alt gewordene Jean verwirrt geistig umnachtet in der Burg des Königs umher. Wie können wir uns das vorstellen? Und Prinz Alain hat keinen Vormund mehr. Das ist natürlich auch nicht gut. Da müssen wir uns jemanden suchen. Die Frage ist bloß wen? Die Frage ist, wer kommt für uns da überhaupt in Frage? Unser neuer Herzog von Connacht? Ja, vielleicht, warum nicht? Kind ausbilden, machen wir das doch mal. Nee, er selbst soll das sein. Da haben wir ihn. Schicken wir ihn mal nach Irland. Das gibt uns vielleicht einen Grund, ihn ab und zu besuchen und dann den schönen Herzog dort. Den irischen. Wer weiß. So, er hat akzeptiert, das freut mich. Und, na, langsam nähern wir uns dem Moment an, wo wir den Königstitel erschaffen können. Was ist denn das hier mit dem Gefolge? Ich verstehe gar nicht, warum geht das nicht voran? Ist das jetzt schon doch ausgebaut? Das sind so krumme Zahlen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Komisch. Irgendwo müssen wir noch... Ah, irgendwo haben wir... Hier haben wir noch eine Armee stehen. Oh, ich kann es nicht fassen. Die haben wir völlig vergessen. Auch die noch auflösen. So, jetzt dürfte unsere Bilanz noch sich nochmal... Oh ja, plus 13. Na, da haben wir ja ganz schön Geld verschwendet. Und Walter möchte Reichtum anhäufeln. So, 20 hat sich ja verbessert. Können wir jetzt irgendwie noch was machen mit ihm? Vielleicht nochmal ein Geschenk? Nee, das geht nicht. So. Aber ich frage mich immer noch, warum das Gefolge nicht größer wird. Was ist da los?
Was ist da los? Wir haben keine ausgehobenes. Hm. Hier sieht aber alles vollständig aus. Was sind das für Truppen hier noch? Hier Teilnehmer auf. Aha, schottische Kompanie. Hier, das ist das Gefolge, aber hier sind noch andere Truppen, die kein Gefolge sind. Hier, diese hier. Ja, jetzt haben wir es. Alles klar. Komisch, warum die... Muss man die voneinander trennen? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die würden automatisch geschickt werden. So, wie auch immer. Wir haben 316. War es das jetzt schon? Reicht das schon? Lasst uns schauen. Königreich Irland. Tatsächlich, wir können es erstellen. Wow. Wow, wow, wow. Kostet uns 300 Gold und 200 Pietät. Gott sei Dank haben wir die noch. Pietät ist ja jetzt nicht gerade unsere Stärke. Aber das bringt nochmal 400 Prestige. Und damit, glaube ich, wird König David der überhaupt prestigereichste König, den Schottland jemals erlebt hat. Wie auch immer, wir erschaffen den Königstitel. Wow. David ist jetzt König der Bretagne, von Irland und von Schottland. Ja. Und damit stellt sich natürlich auch wieder die Frage nach die rechtliche Frage, genau. Hier haben wir sie. Und wir müssten hier wieder die Erbteilung verändern. Das kennen wir schon. In Richtung Primogenitur. Aber das können wir nicht, weil wir nicht seit mindestens 10 Jahren... Ah, wir brauchen starke Macht der... Ach, wir sind auch nicht im Frieden. Okay. Aber warum muss man 10 Jahre regieren? Das war doch in der Bretagne auch nicht so. Na gut, warten wir erstmal. Also starke Macht der Krone werden wir hier auf jeden Fall verändern. In Irland, das machen wir gleich. Okay. Und dann wollen wir mal schauen, wenn hier Frieden ist, was hoffentlich irgendwann demnächst mal bald eintreffen wird, wollen wir schauen, ob wir da vielleicht doch noch eine Möglichkeit haben, das Erbrecht zu ändern, denn ansonsten würde der Königstitel wieder verloren gehen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ja, König würde Prinz Roy werden. Prinz Roy würde König werden, das schauen wir uns direkt nochmal an. Der Zweitgeborene. Hm. Oh, hier wird tatsächlich eine Provinz hier von uns belagert. Ein Bauernaufstand. Na, kommen da nicht die Bretonen selbst mit klar? Müssen wir hier etwa eingreifen? Ich fasse es nicht. Na komm, dann heben wir jetzt mal hier Truppen aus. Mit sowas müssen wir uns jetzt auch noch befassen. Oh, und Steven... Steven hat sich eine Krankheit zugezogen. Der Drittgeborene. Okay. Soweit so gut. Hier warten wir nochmal den Moralanstieg ab. Ja, jetzt können wir, glaube ich, hier rüberziehen und diese Bauern, diesen Bauern das Fürchten lehren. So, wunderbar. Und jetzt haben wir sie hoffentlich vollständig vernichtet. Immer noch nicht. Komm, wo hauen sie jetzt hin? Da unten hin. Okay, da können sie von mir aus bleiben. Wir lösen die Einheit wieder auf. Ja, prima, Freunde. Das sieht doch schön aus. Schottland ist jetzt hier schön zusammenhängend. Wir haben einen weiteren Königstitel. Tja, was passiert jetzt weiter? Auf jeden Fall werden wir uns erstmal um den Rest von Irland kümmern. Denn nun haben wir ja absolut die Jure-Recht hier weiter vorzugehen. Und sie möglicherweise aufzufordern, Teil des Königreiches zu werden. Tja, und wenn wir dann
hier konsolidiert sind. Was liegt näher, als uns hier mal dem Rest der Insel zuzuwenden? Cornwall, England, wer weiß. Ich glaube, langsam fürchtet sich, zumindest in England und in Cornwall fürchtet man sich vor König David. Einige Geschichten müssen bis dorthin vorgedrungen werden. Nun gut, liebe Freunde, also, das erleben wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.